Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus, Grüezi und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einer Web App. Auf jeden Fall packe ich sie einfach mal in die Kategorie Web Apps. Habe ich so eine Kategorie? Ich glaube schon. Die Rede ist von der App, in Anführungsstrichen, fanp.social, fanp.social, einem Web-Client für Mastodon. Ihr könnt das im Browser nutzen. Ich nutze es ganz gern auf dem Chromebook. Eigentlich nutze ich da am liebsten Elk Zone, aber FanP oder wie man es auch immer ausspricht, verbraucht deutlich weniger Arbeitsspeicher und ist schneller und sieht auch ganz cool aus. Eigentlich, wie gesagt, mag ich Elk Zone lieber. Ihr loggt euch da ein mit eurem Mastodon-Account und habt dann zahlreiche verschiedene Sachen zum Einstellen. Unter anderem habe ich das so eingestellt, wenn man auf die Ansicht geht, ja, ich habe den Floating-Button, der ist unten links zum Erstellen von einem neuen, wie heißt das, was auch immer. Ihr könnt auch Tab und Menübar einstellen oder halt verschiedene Spalten, so à la TweetDeck und so. Und dann könnt ihr Shortcuts einstellen. Ich habe da Home, Mentions, Notifications und Search, was ich brauche. FanP unterstützt zahlreiche Keyboard-Shortcuts, was natürlich gerade irgendwie im Browser ganz sinnvoll ist. Zum Beispiel C, um einen neuen Post zu, also das Compose-Fenster zu öffnen. Ihr könnt mit J und K, mit J zu den nächsten Posts, mit K zu den Previous Posts. Ihr könnt mit der Punkttaste einfach das Ganze neu laden. Ihr könnt mit R einfach auf Reply gehen. Mit D ist ein Bookmark, zum Beispiel Shift B ist ein Boost. L oder F ist ein Like oder Favorite. Ihr habt oben links habt ihr den Button, ja, um einmal das einzustellen, in die Settings zu kommen. Ihr habt die Möglichkeit, das ist auch ganz cool, Catch-up zu öffnen. Was ist das? Das sag ich euch, was das ist. Catch-up ist eine separate Timeline im Prinzip für die Leute, denen ihr folgt, und ihr könnt da im Prinzip, müsst ihr halt nicht durch eure Home-Timeline gehen, also zum Beispiel gehe ich dann hier rein, Catch-up per Post, letzte Stunde, sage ich, Catch-up, dann steht da Fetching Posts, und dann kann man sich angucken, alles, was nach Datum gepostet wurde. Ihr könnt sehen, von welchen Accounts das gepostet wurde und ja, zu welcher Uhrzeit. Und da kann man dann noch einfach wieder rausgehen und ganz normal in die Home-Timeline gehen. Oben rechts habt ihr die Notifications. Da seht ihr, wenn jemand bei euch was gebürstet hat, was geliked hat, etc. Und noch weiter rechts oben habt ihr den Shortcut-Zugriff eben auf Home, Mentions, Notifications, Search oder was auch immer ihr da reinpackt. Das Ganze funktioniert übrigens auch als Web-App ganz hervorragend auf dem Smartphone, wobei ich da tatsächlich immer lieber native Apps verwende, damit man dann Bilder etc. einfach auch direkt teilen kann. Aber wie gesagt, FanPy whatsoever, wie auch immer man das ausspricht, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Es sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Einfach funktioniert schnell. Echt Daumen hoch. Also eine sehr schöne Erfahrung, um Mastodon zu nutzen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich, ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag
oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatalk.